Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Shrimp Paddle. Heute mit einem Spotlight zu den Blue Bolt Garnelen. Viel Spaß! Ja, heute soll es mal um die Blue Bolt Garnele gehen. Zuerst gehen wir mal ein bisschen auf den Namen ein. Es gibt auch verschiedene Zusatzbezeichnungen. Man bekommt hier und da Tiere einfach als Blue Bolt Garnelen oder auch als Steel Blue Bolt oder Deep Blue Bolt. Das sind letztendlich eigentlich nur Zusatzbezeichnungen für eine spezielle Färbungsform. Also so die klassische, wenn man vom Ursprung reden kann, ursprungsblaue Garnele ist die Blue Bolt Garnele. Dann gibt es noch Varianten wie Steel Blue Bolt und auch Deep Blue Bolt. Wahrscheinlich wird es in Zukunft auch noch andere Betitelungen geben. Das ist jetzt so, sag ich mal, der aktuelle Stand in 2020. Die lateinische Bezeichnung in diesem Fall bei der Garnele wäre korrekterweise Caridina logemani taiwanbi blue bolt. Relativ lang, kann man sich fast nicht merken, hat einen recht einfachen Ursprung. Ursprünglich kommen die mal aus einem Stamm. Also müssen wir wirklich weit ausholen von ursprünglich, dass es so ein Verwandtschaftsgradbaum, der bis nach unten geht, von Bienengarnelen, sprich von Caridina logemani. Über die Zeit hinweg wurden verschiedene Farbformen rausgezüchtet, es wurden verschiedene Dinge mit eingekreuzt, da ist wohl auch heute bis dato sich nicht so ganz einig, was da alles mit eingekreuzt wurde. Aber die Ursprungsform ist die Bienengarnele, die auch in Südchina beheimatet ist oder beziehungsweise hauptsächlich in Südchina beheimatet ist. Aber das, was wir im Becken als Blue Bolt Garnele halten, ist wirklich schon maximal weit fern von einer Naturform oder Wildform. Von den Wasserwerten relativ ähnlich zu ihrer Ursprungsform, aber ansonsten hat die Blue Bolt so eigentlich farbentechnisch nicht mehr wirklich was mit ihrer Verwandtschaft zu tun. Sie fallen hauptsächlich bei Stämmen wie Panda und King Kongs raus, ähnlich wie jetzt bei mir, wo aus meinen Red Wines die Red Bolts rausgefallen sind. Es kann auch bei anderen Stämmen und auch anderen Verkreuzungen passieren. Also da gibt es jetzt wirklich keine Maßregelung nach, wie das funktioniert. Aber ursprünglich eigentlich Bienengarnele, deswegen Caridina logemani, früher mal Caridina CF cantonensis, wenn ich mich noch recht entsinne. Aber mittlerweile lassen wir es mal bei Blue Bolt. Ja, was die Wasserwerte angeht, ist sie jetzt nicht wirklich so einfach wie zum Beispiel der Neo Caridina Davidi, wodurch sich Bienengarnelen hauptsächlich auszeichnen. Sie benötigen einen recht niedrigen pH-Wert. Dieser sollte im Idealfall angesiedelt sein, so zwischen 5,5 bis 7,0. Natürlich gibt es auch wieder bestätigte Fälle, getreu dem Motto Ausnahme bestätigen die Regel, wo sie stellenweise schon fast bei 8 gehalten wurden. Ich denke auch, dass hier wirklich wieder das Thema gilt, Gewöhnungssache, sprich ihr solltet euch informieren, wie sie vorher bei eurem Züchter oder Händler gehalten worden sind und wie sie dann dementsprechend bei euch eingewöhnt werden und dann eventuell auch noch über die Zeit gehalten werden können. Was so die Härtegrade angeht, also der DGH, um den erstmal anzusprechen, der sollte maximal so bei 12 liegen, wenn ihr zum Beispiel Osmosewasser verwendet und auch Mineralsalze bzw. Bienengarnelensalze oder Taiwansalze mit dazu verwendet, kommt er meistens so auf ca. 5, 6, 7 raus, also schon Idealwert. Der DKH oder auch KH sollte maximal bei 5 liegen, also auch nicht zu hoch. Wie gesagt, hier wieder das Thema, wenn ihr Osmosewasser verwendet und Bienensalze, das ist rein zur KH, zur GH-Erhöhung so rum und erhöht den KH wiederum nicht, also von daher habt ihr da eh keine Probleme. Was die Temperaturen angeht, auch wieder ein bisschen schwieriger als vielleicht manch eine Neo Caridina. Die Temperaturen sollten im Idealfall nicht über 26 Grad steigen. Wir reden auch hier natürlich wieder von Idealwerten, also auch ich nehme mich nicht außen vor hier in meinen Denale 30 Liter Cubes, auch wenn da überall Ventilatoren drüber sind, wenn wir im Sommer mal einen richtigen Peak haben, dann sind es im Becken auch mal 28, 29. Das können die Tiere durchaus überleben. Hier ist halt auch wieder aufs Thema zu achten, Sauerstoffversorgung, weil meistens auch bei einem niedrigen pH der Sauerstoffpegel ein bisschen niedriger angesetzt ist, also da ein bisschen aufpassen. Aber so anstrebenswert wäre maximal 26, durchgehende Haltungstemperatur darf so, ja, sagen wir mal so zwischen 20 bis 24 Grad liegen. Da ist halt auch wieder das Thema, bisschen höhere Temperatur, meistens dann auch ein bisschen höhere Vermehrungsrate. Ja, das wäre es soweit zu den Werten.
Was das Aquarium angeht, beziehungsweise erstmal die Größe, würde ich tendenziell sagen, lieber zu groß als zu klein. Also im Normalfall bei den meisten Garnelen kann man ja sagen, so alles ab 20, 30 Liter aufwärts ist schon in Ordnung. Hier greift halt auch wieder das Temperaturproblem. Umso kleiner euer Becken, umso schwieriger wird es letztendlich für euch, die Temperatur in einem ordentlichen Rahmen zu halten. Sprich, hier würde ich vielleicht gar nicht mal so die Grundaussage ansetzen, 20, 30 Liter aufwärts, sondern wirklich einfach 30 Liter aufwärts, Punkt. Ihr fahrt damit einfach sicherer. Wenn ihr schon jahrelang Aquarien habt und auch wirklich, sag ich mal, eine gewisse Erfahrung gesammelt habt, was auch so Temperaturhalten angeht, mit vielleicht ein paar Tricks, Ventilator hier, vielleicht eine gekühlte Wasserflasche bei schlimmen Tagen mit rein, dann könnt ihr das auch wirklich in kleineren Becken ansetzen. Aber wenn ihr es euch einfacher machen wollt, umso größer das Becken, umso besser. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt, weiß Gott, auch ein 400 Liter Aquarium aufstellen mit, was weiß ich, 500 Blue Bolt Garnelen drin, ist auch kein Problem. Umso größer, umso besser. Was die Einrichtung im Aquarium angeht, ja, ich sag mal so, das Standard-Garnelen-Aquarium muss es nicht zwingend überschreiten. Wir werden vermutlich nicht ums Thema Säul als Bodengrund drumherum kommen, um den pH-Wert möglichst niedrig zu halten, außer ihr fahrt vielleicht mit einer zusätzlichen Torf- oder Säulfilterung. Dann könnt ihr sie wahrscheinlich auch auf Sand oder auch Kies halten. Ansonsten standardmäßige Bepflanzung, wie es euch gefällt, braucht ihr jetzt nicht wirklich viel zu beachten. Natürlich möglichst viele Versteckmöglichkeiten für die Tiere, das muss schon gegeben sein. Wasserwechsel, Turnus, dem Becken angepasst, sage ich jetzt mit Absicht so, weil es gibt keine Faustformel nochmal für Wasserwechsel. Es kann sein, dass ihr tendenziell alle 1 bis 2 Wochen Wasser wechseln müsst. Es kann auch sein, dass ihr nur alle 4 bis 6 Wochen Wasser wechseln müsst. Das muss eurem Becken letztendlich angeglichen sein. Was die Größe der Tiere angeht, sie können bis zu 2 cm werden. Klar, es gibt auch wieder so Godzilla-Formate, die mal die 2,5 cm geknackt haben. Aber so die normale Blue Bolt sollte die 2 cm in ihrem normalen Lebenszyklus eigentlich nicht überschreiten. Thema Lebenszyklus, wie die meisten Garnelen lebt sie so circa bis zu 2 Jahre. Vermehrung findet so circa, das ist jetzt wirklich eine ungefähre Angabe, so ab 1 cm statt. Also ich hatte schon Tiere gehabt, die waren so 1,2, die hatten schon das erste Mal Eier getragen, auch wenn es vielleicht in der Relation nur 6, 7 Eier waren. Aber da kann man bei denen eigentlich schon sagen, stellt sich dann langsam die Vermehrung ein, da ihr auch bei solchen Garnelen recht häufig Jungtiere im Handel bekommt. Was dann noch des Weiteren die Vermehrung angeht, grundsätzlich eine gute Blue Bolt Dame, wenn man es mal so betiteln will, kann circa alle 4 bis 5 Wochen, so kann man eigentlich pauschal sagen, bis zu 30, 35 Jungtiere abgeben. Am Anfang werden das definitiv weniger sein, also so wirklich um die 30 habe ich nur bei Weibchen erreicht, die wirklich kurz vor erwachsen waren, also so 1,7, 1,8 cm aufwärts. Bei den kleineren werden es dann mal nur so 10, 15, 20 circa sein. Bei der Nachzucht braucht ihr jetzt speziell nichts zu beachten, ist der einfache Fortpflanzungstypus, sprich die Weibchen entlassen komplett fertige Jungtiere. Diese ernähren sich wie die meisten Babygarnelen die ersten paar Wochen noch von ihrem kleinen Dottersack, danach gehen sie dann an den Aufwuchs und dann später auch an festes Futter und Laub. Ja, wenn wir schon beim Thema Futter sind, da scheiden sich gerade auch bei Taiwanern so ein bisschen die Geister. Also prinzipiell kann man wieder sagen, das meiste gängige Futter werden sie annehmen. Ob das meiste gängige Futter, sage ich auch mal, produktiv für diese Hochzuchtgarnelen, so muss man ja wirklich sagen, sind, ist eine andere Sache. Es ist eine spezielle Farbzucht. Man kann mit manchen Futtersorten auch die Farbe ein bisschen pushen, zusätzlich auch mit dem Thema Beleuchtung. Wenn ihr in die Sparte gehen möchtet, bitte mal Google benutzen, da gibt es wirklich ein paar schöne Formbeiträge dazu. Also da könnte ich jetzt wahrscheinlich 6, 7, 8 A4 Seiten runterlesen zum Thema Ernährung von Hochzuchtgarnelen. Für einen Otto-Normalverbraucher, sagen wir mal, tut es das gängige Garnelenfutter, wo eigentlich so die ganzen wichtigen Sachen mit drin sind. Ansonsten A und O ist das Thema Aufwuchs im Aquarium. Gerne mal Laub hier und da ein bisschen dazu reichen. Also meine mögen zum Beispiel wirklich Seemandellaub sehr, sehr gerne. Auch hier Thema wieder Nusshölzer, Haselnuss, Walnusslaub wird auch bei mir sehr gerne angenommen. Brennnessel, Topfutter, absolut beliebt. Da einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Ansonsten, wenn ihr in die Zuchtsparte gehen möchtet, einfach mal googeln. Da gibt es wirklich auch schöne Beiträge zu dem Thema, was man da zusätzlich noch füttern kann. Zum Schluss wie immer der Schwimmpaddel-Tipp. Ja, was möchte ich noch zu den Garnelen sagen? Ich habe sie ja jetzt schon relativ lange, hatte auch früher schon mal einen Stamm gehabt. Da wir uns hier wirklich in der Region bewegen, Hochzuchtgarnelen oder auch Zuchtformgarnelen,
solltet ihr hier wirklich darauf achten, dass ihr regelmäßig selektiert. Es kommen stellenweise Tiere bei rum, die fast keine Färbung haben, also die fast wie eine Ghost oder Rilly aussehen, also in der Mitte gar keinen farbigen Streifen haben oder wirklich nur so leicht gescheckt sind, gepunktet sind. Die solltet ihr dementsprechend in ein Mischerbecken oder ein anderes Becken ausselektieren oder eventuell an jemanden abgeben, der sich darüber freut. Auch die Blautöne, also sowohl, ich sag mal, ob jetzt hellblau, richtig dunkles Royalblau, das kann variieren, als auch die Art und Weise, wie das Blau verteilt ist. Du hast manchmal auch Tiere mit drin, die haben einfach nur auf dem Carapax Blaufärbung drauf. Es gibt manchmal Tiere, die haben zusätzlich noch eine starke Blaufärbung auf den Beinen. Du hast manchmal Tiere, die haben nur weiße Beine. Also da solltest du dir schon im Klaren sein, was du letztendlich für ein Zuchtziel hast, was so deinen Stamm letztendlich ausmachen soll, den du da züchten möchtest. Und da fließen dann halt auch wieder so Titel ein, wie zum Beispiel Steel Blue Bolt, Deep Blue Bolt und so weiter. Ist, finde ich, eine sehr dankbare Garnele. Auch definitiv würde ich sagen, nicht schüchtern. Weiß jetzt nicht, ob es speziell an meinem Stamm hier lag. Den aktuellen, den habe ich jetzt vom lieben Michael vom Breisgau Shrimp bekommen. Grüße gehen nochmal raus. Sind jetzt aktuell knapp so 30, 35 Tiere, war ursprünglich ein Stamm, ich glaube, von 15, 16. Mehr kann ich eigentlich zu den Garnelen so nicht sagen. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch, wie gesagt, was in den Spotlights fehlt, die Spotlights sind ja immer noch so ein bisschen in den Anfängen, ich bin ja immer noch so am Ideen sammeln, ob irgendwas fehlt, gerne unten auch in die Kommentare reinschreiben. Thema Vergesellschaftung ist, denke ich mal, in dem Zusammenhang, was die Garnele angeht, relativ hinfällig. Mit kleineren Fischen, die ihnen nicht nachstellen. Schnecken, klar, absolut kein Thema. Das ist an sich problemlos. Ich habe auch bei mir, wie gesagt, in allen Becken Geweihschnecken drin. Aber gerade auch so Hochzuchtgarnelen werden jetzt nicht zwingend Tiere, die ich jetzt in ein klassisches Gesellschaftsaquarium packen würde oder vielleicht in einen Cube, wo Galaxy-Bärblinge oder irgendwelche Dario-Varianten drin sind, Erbsenkugelfische schon mal gar nicht. Ihr müsst halt immer bedenken, klar, die großen Garnelen haben jetzt vielleicht nicht direkt ein Problem damit, aber oft ist es so, dass die Fische letztendlich auch dem Nachwuchs nachstellen. Was, denke ich mal, noch ganz gut funktionieren könnte, wären verschiedene Otocinclus-Varianten, die sind da recht unproblematisch. Man muss halt immer gucken, wie spezifisch die Garnelen dann auch mit dem Stress zurechtkommen. Ja, ansonsten, wenn euch das Video in der Form gefallen hat, lasst mir gerne Daumen nach oben da, vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute, und wie immer, schönen Sonntag noch, ciao, bis dann.